Leute sind pervers. Leute machen komische Dinge. Bitte macht nichts mit irgendwelchen Staubsaugern. Bitte. Auch nicht schön, eine Hantel im Arsch zu haben. Wirklich. Ich habe trotzdem Bock irgendwie jetzt auf solche Wiener Würstchen. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Alternativ. Und zwar Ausreden beim Arzt, die etwas zu weit gingen. Ich habe ihn natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Aber jetzt würde ich sagen, laber ich nicht zu viel, lasst zum Video kommen. Let's go! Kennst du das? Du bist 67 und läufst so durch die Wohnung, rutscht dann dummerweise aus und landest so unglücklich auf deinem zufällig auf dem Kopf stehenden Eichenholzstuhl, dass du dir eins deiner Stuhlbeine bis zum Anschlag in den Arsch rammst? Nee, ich auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es niemanden gibt, der nicht versucht hat, seinem Notarzt so den Okay, jetzt kommen wahrscheinlich super perverse Stories. Zu den Donnerbeinen in seinem Rektum zu erklären. Und alleine war er mit dieser Ausrede auch nicht. Kulli im Hintern? Gestolpert. Gabel im Hintern? Gestolpert. Kerze im Hintern? Gestolpert. Glühbirne? Mir war langweilig. Und ja, ich recycle. Also wirklich, ich finde das gerade richtig komisch. Also, okay, Leute sind pervers. Leute machen komische Dinge. Aber wenn du dann schon zum Arzt gehst, dann suchst du natürlich nach einer Ausrede. Aber glaubst du dann wirklich, dass der Arzt dir das abkauft, dass du gestolpert bist und aus Versehen... Nee, glaube ich nicht. Antike Scrubskits in meine Skripte lebt damit. Naja, also entweder hat dieser Typ eine Glühbirne im Hintern oder sein Darm hat eine gute Idee. Aber man kommt ja nicht nur in die Notaufnahme, weil einem die Welt im Arsch vorbeigegangen ist, sondern auch wegen allerlei anderen sehr dämlichen Problemchen. Männer, die Bauchschmerzen hatten wegen seinen Eierstöcken. Frauen, die Bauchschmerzen hatten, weil ihr Kind gerade kommt, während sie nicht mal wussten, dass sie schwanger sind. Der komplizierte Punkt. Das geht aber. Es gibt Schwangerschaften. Leute, ich mache euch jetzt wahrscheinlich Angst, vor allem den Mädels unter euch, die schwanger werden können. Es kann sein, dass man schwanger wird und es nicht bemerkt. Kodex von Dinge, die sich jemand zwischen Backen oder ins Märchen geschoben hat, die da nicht hingehören natürlich. Oder die gesamte Geschichte des gelidfressenden Kobold-Staubsaugers aus dem Jahre 1978. Und weil es sehr, sehr viele absolute Notaufnahmen gibt, schauen wir uns heute mal die Spitze der ambulanten Absurditäten an. Und damit dann auch, hey Leute, ich bin's wieder, euer diensthabender Internetist aus dem... Naja, Internet. Und für unsere erste Geschichte fliegen wir... Internetist aus dem Internet, okay. ...Land zu unseren Nicht-mehr-Freunden in Großbritannien. Kaffee ist ja bekanntlich nicht so gut für dich. Immer mal wieder ein kleiner Boost. Okay. Täglich nur noch auf der magischen Kraft der Bohne gerade auslaufen können. Naja... Zum Glück bin ich nicht süchtig. Aber immerhin kann ich mich noch damit herausreden, dass ich zumindest nicht an dem Punkt bin, an dem sich ein 29-jähriger Bodybuilder aus Wales letztes Jahr gefunden hat. Der was ist da passiert? Der wollte seine Gains mit einer extra Ladung Koffein auf die Sprünge helfen, aber Kaffee trinken ging aus irgendeinem Grund nicht, weil, wer weiß, vielleicht war er einfach schon so stark, dass jede Tasse in seiner Hand zu Staub zerfallen ist. Die Lösung war dann also natürlich auch das Koffein als Staub aufzunehmen und darum hat er sich 100% Koffein-Ergänzungspulver besorgt. Da gibt's allerdings dann ein Problem, das jeder nach einer Stunde Chemie in der Realschule kennen sollte. Chemikalien in Reinform sind gefährlich. Ja. Pro 100 Milliliter Kaffee hat man im Schnitt so 80 Milligramm Koffein drin. 300 Milligramm sind das absolute Max, was man im Tag an den Kaffeekatheter kippen sollte. Und du und ich, wir können jetzt gerade mal überlegen, ob wir wirklich nur 3 Tassen Kaffee pro Tag trinken. Ein bisschen mehr. Ich trinke halt keinen Kaffee. Ich trinke halt Grüntee und das hat mehr Koffein drin. Klar, auf jeden Fall. Unserem Sportler war die 300-Milligramm-Grenze wohl auch nicht bekannt und entsprechend hat er nach klassisch männlicher Posture-Manier abgemessen und wohl 2 volle Gramm Koffein in den Whey-Becher geschickt. Sportler halt! Ne, zum Packungsbeilage lesen können, war der noch nicht lang genug in der Schule. Oh Gott. Oh Gott. Mit dem Äquivalent von 200 Tassen Kaffee im Blut ging es dann aber auch recht schnell bergab. 100. Zeitgleich hat sein Herz dann nämlich plötzlich angefangen, im Dreieck zu springen. Er hat begonnen, aus dem Mund zu schäumen und seine Freundin hat den Krankenwagen gerufen. Der hat dann bei dem Starbucks Level 3000 allerdings auch nicht mehr helfen können und alles, was man tun konnte, war dem Herzen zuzugucken, bis es so schnell geschlagen hat, dass dieser Effekt von Helikopter mit dem Handy aufgenommen kam und es gar nicht mehr geschlagen hat. In seiner Verteidigung muss man aber auch sagen, dass die Firma, die das Pulver verkauft hatte, es einfach nicht für nötig angesehen hat, einen Messlöffel mit in die Packung zu packen und im Prinzip einfach auf das passt schon der Konsumenten vertraut hat. Aber kurz nach der Schlagzeile war der Löffel dann auch da. Ohne Schuldeingeständnis. Jo, toll. Das könnte auch unter dumme Tode fallen, ist aber heute hier. Und weil es eben nicht dumme Tode sind, schwöre ich hier, dass heute sonst niemand mehr stirbt. Dankeschön. Weil ich habe das jetzt auch nicht, aber okay, ich habe schon erwartet, wenn er so viel Gramm Koffein zu sich nimmt, dass er da sterben könnte, aber... Jetzt aber erstmal weiter nach Brasilien.
Okay, Brasilien, was da passiert? Brasilianer nach einem Autounfall ins Krankenhaus geliefert. Nothing special. Hat sich überschlagen, hat sich wehgetan, ja, ja, bla. Im Krankenhaus angekommen, hat man dann durch seine Durchblutungsprobleme den Verdacht gehabt, sein Herz... Angst vor Blut, by the way. Eingeditscht, also wollte man mal mit dem Röntgen in ihn hineingucken. Herzbeutel-Tamponade für die drei Krankenschwestern unter meinen Zuschauern, die jetzt schon in die Kommentare stürmen und meine, das heißt aber anders, schreiben wollen. Ich weiß das auch, ich habe Führerschein im Fachbegriffe googeln, ich gehe nicht mehr zum Arzt. Doch, ihr wisst halt auch. Das war's, der Joke. Im Krankenhaus wurde dann also ein Röntgenbild von seinem Brustkorb angefertigt und da hat man sich dann... ein bisschen gewundert. Man hat nämlich nicht so schön Lunge, Herz und Speiseröhre gesehen, sondern nur weiß. Und das soll eigentlich nicht so. Und die Erklärung hat die Doktoren dann fast auf eine nervige Pop-Up-Werbung drücken lassen. Die waren nämlich ganz schön verblüfft. Wow. Sexy Frauen in meiner Umgebung? Abgesehen von dem D12-Schaden, den Mr. Car Crash mit ins Krankenhaus gebracht hat, hatte er, wie sich herausstellt, nämlich einen knapp 1,5 Kilo schweren Monstertumor mit durch die Tür gebracht. Und der hatte es sich anscheinend für Jahre in seinem Brustkorb gemütlich gemacht und einfach keinerlei Beschwerden hervorgerufen. Hä? Und die Durchblutungsstörung war nicht direkt aufs Herz zurückzuführen, sondern darauf, dass das Herz von eben diesem Tumor den Risikotackle getankt hatte. Ah. Den hat man dann entfernt und alles. Der hat einfach die ganze Zeit damit gelebt, nichts bemerkt. Nichts so, ne? Es war tipptopp, the end. War übrigens ein Teratom. Wenn ich mal schlafen will, kann sich da ja mal reinlesen. Und was wäre ein schönerer Übergang zum Titelthema als entfernte Sachen, die da nicht hingehören. Und da bleiben wir dann direkt nochmal in... Wo der eine Herr nämlich unwissentlich 1,5 Kilo Tumorgewebe auf Lunge ins Krankenhaus bringt, hat ein anderer sehr wissentlich eine 2 Kilogramm schwere Hantel im Arm gehabt. Beckenbodentraining extrem, Leute. Aber da hört die Geschichte noch gar nicht auf. Hantel rein, Hantel raus. Wäre ja auch eine echt schlechte Story. Nein, dem guten Herrn war das natürlich so peinlich, dass er erst 2 Tage nach der Einführung mit seinem Hantelarsch zum Krankenhaus gegangen ist, nachdem er über extreme Bauchschmerzen, Schwindelgefühl und den Verlust der Fähigkeit zu defekieren geklagt hat. Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann nicht mehr scheißen. Liegt es vielleicht an der Hantel in Ihrem Arsch? Von welcher Hantel reden Sie? Ich hab die nicht im Arsch! Der Mann wäre also lieber literally fast vor Scham im Boden versunken. Dude, aber man könnte sterben wahrscheinlich davon. Also, like, das ist definitiv nicht gesund. Also, falls ihr mal eine Hantel im Arsch haben solltet, geht lieber direkt zum Arzt. Auch nicht schön, eine Hantel im Arsch zu haben, meine ich wirklich. Wegen einer Hantel in Popo. Never skip ass day. Und auch der Arzt musste ihm dann per Skalpell erstmal ein zweites Loch reißen, um das Gewicht und über 2 Tage Stuhl aus dem Herrn zu entfernen. Und meine Lieblingsgeschichte ist wohl der 54-jährige Mann, der im Krankenhaus gelandet ist, weil man ihm eine Pastinake aus dem Ass operieren musste. Und dann nochmal, weil man ihm eine Gurke aus dem Arsch operieren musste. Und dann ist er gestorben, weil er sich 2 Äpfel in den Arsch geschoben hat und die Gurken-OP noch nicht verheilt war. Ich hab doch gesagt, einer glaubt noch dran. Und da gibt es noch alle möglichen weiteren... Also bedenkt, das nächste Mal, wenn ihr auf der Straße lauft und einen netten alten Opi einfach mal anlächelt und er sagt, ja, guten Morgen und so, es könnte sein, dass er eine Pastinake im Arsch hat. Nö, der Mann, der eine Barbie ohne Kopf im Ass hatte, der Mann, der Deo im Ass hatte, der Mann, der einen Straußnei im Ass hatte, aber für alle, die verläuft die Geschichte ziemlich... gleich. Sie kommen ins Krankenhaus, erzählen eine bescheuerte Geschichte, wie das aus Versehen passiert ist und bekommen dann ihr Objekt der rücklöchigen Begierde aus sich heraus operiert. Und darum gehen wir eine heute Brille noch zu einer Rubrik, die noch schön persönlich wehtut, wenn man zu feste drüber nachdenkt. Denn welche Sammlung von weirden Krankenhausgeschichten kann bei einem solchen Video natürlich nicht fehlen? Korrekt. Die Geschichte über Morbus Kobold. Wie die Welt nämlich gezeigt hat, gibt es da draußen nicht wenig Leute, die nicht nur Sachen in ihren Popats stecken, die da nicht hingehören, sondern auch viele, die ihren Frontschlauch in nicht dafür gemachte Höhlen versenken. Nein, anscheinend Staubsauger. Allerdings hatte diese liebevoll Staubsauger-getaufte Community in den Jahren um 1950 ihren Endboss im Staubsauger-Kobold von Vorwerk gefunden. Heutige Staubsauger sehen ja bekanntermaßen immer gleich aus. Ne? Du hast einen Kopf, einen Schlauch und den eigentlichen Körper mit Motor und Beutel und Krams. Der Kobold war dabei etwas anders. Der war nämlich ein Handsauger und hatte seinen Motor direkt hinter dem Kopf. Und wo der heutige Staubsaugbesteiger ohne Sorge seinen Schweif in den Saugkopf stopfen kann, war... Phallusverträglichkeit damals noch nicht auf der Liste der Produktsicherheitstests. Und so kam es in nicht wenigen Fällen dazu, dass unbedachten Casanovas durch den Sauger der Hals vom Kopf getrennt wurde. Hört, hört! Glücklicherweise für uns hat sich 1978 dann ein deutscher Urologe die Arbeit gemacht, eben solche Unfallszenarien zu sammeln und für uns in seiner Doktorarbeit niederzuschreiben, damit wir uns jetzt ein paar dieser Fälle angucken können. Und ja, dieser Mann ist dank von Staubsaugern zerstückelten Dillgurken Dr. Med Ur geworden.
Aber genug von Michael Alshibaya, geheiligt werde sein Name. Kommen wir zu den Geschichten hinter den Leute sind eklig. Gesaugten Pömmeln. Und da ich die Endergebnisse der jeweiligen nicht näher bekannten Leute hier echt nicht zeigen will, stelle ich euch die Bilder anhand von lecker Essen nach. Lasst mal ein Like da. Das war viel Arbeit. Von Jonas. Den Story-Start macht ein gewisser Herr recht, der 65 Jahre alt verheiratet, katholisch und mit tropffrischer Blutwurst im Krankenhaus angekommen ist. Und seine Erklärung, wie das passiert ist, ihm ist sein Würstchen bei der Massage seines Kreuzes in den Staubsauger geraten. Und das ist alles, was er dem Arzt gegeben hat. Und ganz ohne Arzt mit einem Plus in Anatomie zu sein, muss ich mich fragen, warum staubt man sich beim Rückenschmerzen ab und auf was genau muss man den Staubsauger stellen, dass der dir deine Möhre aus dem Kreuz saugt? Mein Adapter wächst mir nicht aus dem Rücken. So oder so, wenn man das Rumgefachel hier dann auf ein Wienerchen überträgt, sah seine Spitze im Krankenhaus ungefähr so aus. Aber er war natürlich nicht der Einzige, der nicht mit der zugegeben extrem peinlichen Wahrheit rausrücken wollte, warum sein Regenwurm ausgesehen hat wie ein japanisches Tintenfischwürstchen. Zum Beispiel gab ein... Ich habe trotzdem Bock irgendwie jetzt auf solche Wiener Würstchen. Herr Best an, er sei von einem Tisch auf einen Gartenstuhl gefallen und dabei ist anscheinend sein Kopf spontan explodiert und wieder ein anderer hat erklärt, er wäre auf ein Glas gefallen, das ihm dadurch irgendwie fast vollständig die Eichel vom Stamm getrennt hatte. Was scharfes Glas nun mal so auslöst. Riss, Quetschwunden. Und ein letzter hat erklärt, er hätte eine Kaffeemühle repariert. Nackt. Und dann seinen Bohnenstock verletzt. Aber nicht in der Kaffeemühle. Und schon gar nicht in dem Staubsauger. Was für ein Staubsauger? Die Bilder dazu. Ebenfalls zwei Würstchen waren in der Geschichte von Herrn Zimmer Junior 31 involviert. Der war nämlich für 2 Wochen allein zu Hause, während seine Frau auf Reisen war und beim Wohnungputzen ist der Gute dann auf unflätige Gedanken gekommen. Und sein Staubsauger hatte aber wie schon bekannt nur Krieg und Blut im Kopf und das Ergebnis war mal wieder eine geröstete Nuss. Onkel Doktor zusammengenäht, Primel schaut danach komisch aus, ich fühle nichts mehr, bla bla. Steckt dein Wanderstock vielleicht nicht in der aktive Airbus-Turbine. Interessant wurde es hier das aber erst, als der Zimmer Junior wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, da wurde er nämlich direkt von seinem Vater konfrontiert. Warum? Na, weil die Geschichte mit dem Staubsauger offensichtlich nur eine Lüge ist, um eine Affäre zu verheimlichen. Dr. Zimmer Senior war nämlich felsenfest überzeugt, dass die Wunde nicht von einem Kobold kam, sondern von einer geheimen Liebe, die seinem Sohn in den Äumel gebissen hatte. Entschuldigung, mit was ist der Typ okay. Sein, mit einem ausgehungerten Kojoten? Hast du den gesehen? Also ihr natürlich nicht, aber ich. Da hat keine Frau reingebissen, da muss eine Großkatze drauf rumgekaut haben, wie aus einem schlechten Rumpsteak. Zimmer Senior war sich aber 100% sicher und wollte daher auch beweisen, dass kein Staubsauger so einen Schaden am Schlong verursacht. Also ist er heimgegangen, hat seinen eigenen Kobold aus dem Schrank geholt und war darauf dann unter Vollnarkose auf dem OP-Tisch, damit ein unglaubwürdiger Doktor auch seinen Pimmel wieder zusammennähen konnte. Und während es noch sehr viel, sehr dumme Geschichten... Stellt euch diese Schmerzen erstens vor. Bitte macht nichts mit irgendwelchen Staubsaugern, bitte! Mehr in diesem Paper gibt, gucken wir als letztes nur noch auf den definitiv schlimmsten Fall in dieser abreißenden Zusammenstellung. Jetzt kommt es. Männer. Herr Becker, 48, wollte nämlich Liebe mit einem Staubsauger machen. Schon wieder Staubsauger. Und nachdem sich der nicht aktive Staubsauger als wenig befriedigend herausgestellt hat, hat er den Staubi mal angeschaltet, während er balls deep drinne war. Der Staubsauger geht also an und anders als alle anderen, die einen Eumel schnell wieder nach einem mehr oder minder starken Rotorstreif rausgezogen haben, war der Lümmel vom lieben Herrn Becker ja schon bis zum Anschlag eingeführt und hat dadurch danach... Pi mal Daumen so ausgesehen. Übrigens wollte er damals auch nicht behandelt werden und hat mehrmals versucht, mit Fransenpinsel aus dem Krankenhaus zu fliehen. Bro! Why? Er wurde dann erst gegen das Anraten der Ärzte entlassen und ist auch wirklich erst wiedergekommen, als sein Würmchen praktisch nicht mehr zum Pipi machen nutzbar war. Dann durfte man sich auch endlich um ihn kümmern. Er hat das Krankenhaus verlassen und das Fazit des Arztes, als der Kerl dann nach Jahren zur Nachuntersuchung kam, es fand sich ein sehr kleiner, krummer Pipi. Das ist der größte Aufwand! So Doktorarbeit und operieren und alles, nur damit man jemanden so einen Spruch drücken kann. Oh Gott! Einen sehr großen! Whatever kann ich allerdings bei jedem diagnostizieren, der sich noch ein Video von mir anschaut. Hier zum Beispiel. Ich gucke meine eigenen Videos nicht, weil ich habe einen kleinen Dick. Ich habe wohl einen großen Dick, weil ich deine Videos schaue. Dankeschön fürs Kompliment. Bitte macht keine komischen Sachen mit Staubsaugern und Pastinaken. Bitte, Dankeschön. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Juhu.